herzlich willkommen zu unserem zweiten Teil unseres Let's Tests. Ja, was soll ich sagen? Ich bin mitten in der Nacht aufgewacht. Und draußen scheint ein gar schrecklicher Sturm zu sein. Wollen wir mal kurz rausschauen? Und schauen, ob sich vielleicht ein Hase verirrt hat. Oh, tatsächlich. Ein absoluter Sturm. Eieiei. Wo war denn das die Häschenfalle? Das sieht nicht gut aus, ne? Ja, hier muss eine Moorrübe rein, sag ich euch. Oder wir könnten ja auch mit den Steinen... Oh, wir gehen wieder rein. Es ist einfach... Der Wind ist einfach zu stark. Können wir hier eigentlich noch irgendwas zu Holz machen? Ich habe das hier jetzt auch niedergemacht. Ja, Regal, Tisch lässt sich nicht einfach so zu Holz machen. Ich glaube, das Regal hier auch nicht. Nee. Ich glaube, wir haben jetzt alles zu Holz gemacht, was zu Holz zu machen ginge. Hm, dann müssen wir trotzdem noch ein bisschen schlafen, oder? Wie sieht es denn eigentlich aus? Oh, wir brauchen was zu essen. Dann machen wir mal... Warte, dann machen wir hier aus. Und machen den Ofen an. Hoffen wir es. Und werden uns unsere Tomatensuppe kochen. Ja, was will ich noch machen, ne? Und wir müssen dann versuchen, vielleicht so einen Hasen mit seinem Stein zu erwischen. Das ist die letzte Chance. Nur, wie will ich den Hasen oder dieses Kaninchen, um ehrlich zu sein, zerlegen ohne Messer? Ich bin ein bisschen ratlos gerade. Sehr strange, sag ich euch. Sehr, sehr strange. So, wir legen noch ein bisschen nach. Und dann, Dose Kaffee, nee, wir machen mal diese Tomatensuppe, leider, also los, gone. Können wir die eigentlich mit unserem Dosenöffner aufmachen? So, okay. Dose Kaffee haben wir jetzt noch, nicht mehr, nicht weniger. So, können wir die jetzt essen? Frische Tomatensuppe, na los. Jetzt will ich aber was sehen. Hallo? Haben wir die gegessen? Das war alles? Das hat er noch nicht mal... Schau doch mal hin! Das hat er noch nicht mal im Entferntesten unser... Das ist ein bisschen Tomatensuppe, die hält doch an für Jahre. Ja, nicht gar für Jahrhunderte. Sollten vielleicht noch mal was trinken. Oh Mann. Das ist ja doof. Wollen wir noch ein bisschen Schnee schmelzen? Solange wird das noch anhaben. Das ist vielleicht nicht die schlechteste Idee, ne? Machen wir noch einen Liter schmelzen. Obwohl, ich glaube, dann hätten wir noch ein bisschen Holz, sollten wir nachlegen. Wenn wir das noch kochen wollen. Legen wir noch ein bisschen nach. Und kochen mal... Ja. Ein Liter. Das ist ja verrückt hier. So, dann können wir wieder ein bisschen, ne, was trinken. Ja, mit Trinken sieht es eigentlich ganz gut aus. Aber Essen ist ein riesiges Problem. Aber es hat den Anschein, dass draußen der Schneesturm nachgelassen hat.
Wir können mal schauen, wie wir mit den Steinen zurechtkommen. Wie soll ich denn da zielen? Ach, mit dem... Oh Gott, echt? Okay, ich sehe es ein. Dann trinken wir mal noch was. So. Und jetzt geht's auf Hasenjagd. Also, momentan noch nicht. Wollen wir uns noch eine Stunde hinlegen, aber dann haben wir wieder Hunger, ne? Jetzt wird es langsam hell. Sieht gar nicht so aus. Sieht nur so aus, weil das Feuer hier runter brennt, ne? Eieiei. Wollen wir nochmal raus? Bin mir nicht ganz sicher. So, da geht das Feuer dahin. Aber uns ist echt recht warm jetzt. Aber wir haben auch ziemlich viel Holz verbraucht. Also, ich habe recht viel Holz verbraucht. Und ich bekomme kein... Na gut, ein bisschen was bekommen wir noch. Er scheint schon ein bisschen freundlicher zu werden hier draußen. Seht ihr irgendeinen Hasen? Der vielleicht munter vor sich hin schläft. Ja, es geht eigentlich, ne? Wir müssen jetzt mal schauen, dass wir so einen Hasen finden. Sein kann ich. Da drüben. Na, wartet mal. So, und wie ist das jetzt hier? Oh Gott. Das wird ja echt lustig. Ich gehe mal in die Knie. So, passt auf. Jetzt. Die Frage ist, schieße ich dorthin, wo mein Finger oben ist? Verdammt! Gerade wir müssen den Stein wieder aufheben. Wir waren zu niedrig, oder? Wir brauchen hier jeden Stein, den wir bekommen können. Total die Hasenjagd hier. Die Frage ist sowieso, ob das irgendwie was ausmacht. Sind denn die blöden Hasen? Ich glaube, wir müssen so hier das machen. Verdammt. Ach, ist auch noch zu niedrig, oder? Wo ist der Stein hin? Verdammt. Weiß nicht, wo er hin ist. Verdammt, wo ist der Stein hin? Findet man nie wieder. Na gut. Das wird auch nie was, oder? Halt! Wir sind zu weit. Moment, hier sind. Verdammt! Ich treffe nichts. Wie viel haben wir denn noch Steine? Ah! Jetzt! Oh no! Ah! Oh mein Gott! Eieiei. So, wo ist unser Stein hin? Weiß niemand, ne? Findet man nie wieder. Haben wir schon mal dem Kaninchen den Kopf rumgedreht?
Und was heißt das jetzt? Brauchen Steinen. Stöcke ist gut, denn da kann ich mir Zunder draus, aber... Ach da, halt, da sind Steine. Sehr schön. Nett, da liegt auch noch Holz rum. Warte mal, nehmen erstmal die Stöcke hier, weil dafür brauchen wir keine Zeit hier drauf. Oh, wir sind schon wieder unterkühlt, aber du toll, ne? Sehr merkwürdig. Was bedeutet denn das jetzt hier oben? Wieder mal. Einmal das andere machen wir, nehmen wir erstmal nicht, aber wir wissen zumindest schon mal, also, dass hier Zweige sind. Die Frage ist jetzt, was machen wir mit dem Kaninchen, ne? Was können wir mit dem Kaninchen machen? Ich habe gerade mal noch 2 Steine gefunden. Schauen wir mal. Hier müsste aber irgendwie noch ein Stein rumliegen. Warte mal, Wollen wir noch schauen, dass wir noch so ein Kaninchen treffen vielleicht? Boah, nur mit 2 Steinen? Nee. Nee, die sind zu schnell für uns. Also wir treiben sie dort in die Enge. Moment. Wo ist er? Verdammt. Ah! Boah, sind die schnell. Ah, verdammt. Jetzt habe ich meinen letzten Stein. Na gut. Oh, Birkenschößlinge. Moment. Können wir auch machen. Ja. So, die Steine müssen wir versuchen, wieder welche aufzuklauben. Über kurz oder lang. Aber wir müssen erstmal rein, ehe wir hier elendig erfrieren. Ja, und hier mit unserer Kleintierfalle. Könnt ihr ja voll vergessen. Geht ja gar nichts. Puh. Ja, ich muss aufpassen, dass... Puh, sag mal, wie dunkel ist denn das hier? Wir müssen aufpassen. Ja, kann ich dann jetzt hier... Was kann ich denn jetzt hier machen? Muss ich irgendwas mit der Werkbank machen? Nee, ne. Kann ich mir nicht vorstellen. Kaninchenpelz. Wir haben aber getrockneten Kaninchenpelz. Ja, wie man das macht, weiß ich natürlich beim besten Willen nicht. Ne? Wir haben eigentlich gar nichts, wenn ich es recht bedenke. Metallschrott haben wir erst recht nicht. Was haben wir hier vielleicht Neues? Nix. Ja, wir müssen jetzt irgendwas mit dem Kaninchen treiben. Also ich denke... Oh, was? Ich denke, wir machen erstmal Feuer an. Das ist vielleicht... Ideal. Bitte geh an. Bitte geh nicht wieder aus. Sei so lieb und bleib an. Aber ich glaube kaum, dass man... Ich weiß nicht, was wir mit dem Kaninchen machen. Wir haben kein Messer und nichts. Ich wüsste gar nicht, wo wir ein Messer herbekommen. Wir können doch nicht das Fleisch hier roh essen, oder? Also können es irgendwie in die Metallpfanne da oben reinhauen. Sehr schön. Dann hauen wir noch den Rest rein. So, jetzt müssen wir mal schauen hier, ne? Ja, wir haben nur eine Dose Kaffee. Wir können hier noch nicht mal was braten. Oder müssen wir das draußen machen? Das kann natürlich sein. Wie viel haben wir denn eigentlich Stöcke? Genug, ne? Nehmen wir noch einen. Und wie lange haben wir hier? 55, Jungs. In Ordnung. Verdammt, wir haben nichts zu essen. Vielleicht müssen wir uns draußen ein Feuer machen. Oder, wir gehen mal. Was mache ich denn mit dem Kaninchen hier? Ja, ich habe ein schlechtes Gewissen, ist richtig. Aber ich will ja was essen. Für benutzbares Fleisch zerlegen. Na los. Zerlegen.
Fleisch. Na los, alles. Haut und Darm. 2 Stunden. Von mir aus. Ach so. Oh, jetzt langsam bekommen wir Hunger, oder? Ach so, jetzt hätten wir... das war jetzt ein bisschen doof gemacht. Da hätte ich natürlich das Feuer anlassen sollen, denn jetzt, denke ich, können wir eventuell... Jetzt können wir eventuell das Fleisch braten hier. Da muss ja mit irgendwas zerlegt haben. Obwohl ich nicht genau weiß, mit was. Wir haben doch gar kein Messer. Wir können doch da... Na, obwohl, da draußen, das ist jetzt gefroren, ne? Da braucht man vielleicht irgendwas anderes. Ja, also ich denke mal, die Häschen hier, den sollten wir... Wir sollten auf alle Fälle Steine sammeln, so viel wie möglich. Oh, was? Eine Minute? Wartet! Moment! Huch! Oh, jetzt habe ich 1 Stunde. Ah, das war ein bisschen viel. Und 22 Minuten. Entschuldigung. Ein bisschen viel, ne? So, jetzt wollen wir mal schauen. Aber ich weiß nicht. Wir brauchen ja zum Essen was hier. Frisches Kaninchen, genau, los. Koch. Ah, schaut hin. War gar nicht so schlecht. So, frisches Kaninchen. Kochen. Das ist... Obwohl, Kaninchen ist lecker. Mag ich sehr gerne. Was haben wir noch? Nichts mehr, ne? So, jetzt wollen wir schauen, ob wir das auch essen können. Aha. Was bringt es uns? Oh, fast gar nichts, ne? Schau doch mal hin. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist doch totales Kaninchen. Damit kann ich jahrhundertelang... Da müssen wir echt noch ganz schön auf Beutezug gehen. Eieiei. Eieieiei. Hm. Wenn wir schon mal hier sind, können wir eigentlich auch noch ein bisschen Schnee schmelzen. Ein Liter ist in Ordnung. Brauchen wir ja momentan noch nicht zu kochen. Machen wir das nächste Mal. Obwohl, wir probieren mal, wie lange wir das... Vielleicht schaffen wir es noch gerade so. Komm. Ja, perfekt. So, dann können wir gleich noch ein bisschen... was trinken. Abgekochtes Wasser ist ja nie verkehrt, ne? So, dann gehen wir mal wieder raus. Wenn ich wüsste, wo der Ausgang ist. Ah, verdammt. Auch noch das Unglück. Naja. Wir haben keine Chance. Wieso ist denn das so dunkel? Immer noch keiner rein gestolpert. Ohne... Ich sag mal so, hier, ohne Steine sind wir ein bisschen aufgeschmissen, ne? Oh. Oder habe ich noch irgendwo Steine? Nee, da ist nichts mehr. Keine Steine. Seht ihr irgendwo Steine? Die nehme ich gern. Steine sind überlebenswichtig hier. Das ist kaum zu glauben, aber es ist so. Ich werde jetzt kaum glauben, aber das ist absoluter Wahnsinn hier. Und jetzt schon wieder. Halt, was ist das? Eine Bergenrinde? Nämlich, ach, jetzt habe ich gar nicht geschaut, für was die gut ist. Aber ich nehme sie. Wir bräuchten eigentlich Steine. Ich habe ja hier irgendwo Steine hingeworfen, aber wo, ne?
Wo sind eigentlich meine Häschen hin? Alter, wir schauen mal, was das mit diesem Birkendingetsbums da auf sich hat. Ah, ein Beil. Okay. Was sind das? Oh. Oh. Nein. Der ist nicht wirklich leer. Oh, no. Obwohl, wenn hier jetzt ein Rucksack ist. Hm. Schon merkwürdig, oder? Wir müssen wahrscheinlich dann weiter hier entlang. Vielleicht ist da auch der leblose Körper unseres Freundes, der mit uns hier hin ist. Ne? Ah, das ist echt doof hier. Ah, es ist ja doof. Nicht ein Stein. Nicht ein Stein. Da ist ein Stein. Aber... naja, können es ja probieren. Halt! Boah, schaut euch den Sturm an! Wo ist der... wo ist das Häschen? Was machst du bei dem Sturm? Hasenvieh. Du kommst doch auch nicht weiter, oder? Ah, verdammt. Ah, ich krieg den nicht. Der ist zu schnell. Er kennt sich schon aus, ne? Hasenvieh? Wo bist du hin? Oh, wieder vorne. Danke. Ja, ich probiere mein Bestes, aber... ah, verdammt! Hätte ich noch eins gehabt! Wo hab ich den Stein hingeschmissen? Wo hab ich den hingeworfen? Wo? Wo? Ah, da. Ja, zum verrückt werden. Der war nicht so schlecht geworfen, ne? Ah, ich weiß. Ich weiß. Eigentlich müssten wir in die Hütte zurück. Moment. Da ist noch einer. Verdammt! Hm. Ich weiß immer noch nicht genau, wie der fliegt. Verdammt! Ich hab ihn fast gehabt. Was ist denn das? Nix. Ich hab extra dort gewartet, im Hinterhalt. Ich versuch's nochmal hier im Hinterhalt. Ich sieh's ein. Ist das eine Kälte hier? Sag mal, ist das nicht dort auch ein Stein? Wartet mal kurz. Juhu. Immerhin. Haben wir wieder zwei. Ich muss rein, ne? Ich muss rein. Ich bräuchte noch so einen Hasen. Nein! Nein! Nein!
Ich weiß, ich muss rein. Ich weiß ja. Werfe ich zu tief? Wo ist der verdammte Stein hin? Das ist kein Stein. Mist. Mist. Ich komme hier nicht weiter. Ich bin so gut wie tot. So, jetzt schnell! Naja. So, rein in die Bude. Viel Nahrung bringt es uns ja nicht. Aber, was will ich sagen? Und unsere Falle ist ja echt nutzlos hoch 3, ne? Kann man ja nichts anderes sagen. Eieieiei. Ah! Puh! Ein Schneesturm da draußen. So. Hoffen wir, dass der Zunde brennt. Wir haben zu wenig Holz, ne? Wir müssen außerdem wieder Holz holen. Eieiei. Irgendwie kommen wir hier auf keinen grünen Zweig. Vor allen Dingen, weil das Essen ist so schnell weg, ne? Ich meine, so ein Hasenschenk, so ein ganzer Hase, wenn ich den reinhaue, also ich sagte, dann bin ich wirklich einen Tag satt. Einen ganzen Hasen, bitte ruhig. So, wir brauchen wieder ein Stündchen mindestens, ne? Achso, wir müssen erst wieder zerlegen, verdammt. Wir hätten erst zerlegen sollen. Mir klar, wir hätten erst zerlegen sollen. Verdammt. Das war ein Fehler. Oh, nur 0, das ist ja nur so ein kleiner Hase. Wie viel? 1 Stunde 44. Da ist ja wieder mein Feuer aus. 1 Stunde 44. Na, so lange kann ich mich aber aufwärmen. Ne? 1 Stunde 44. Gespräch. Ja, das war ein Fehler. Ich sehe es ein. Aber da habe ich zu wenig nachgedacht. Jetzt haben wir doch eigentlich diesen Darm, ne? Und diese Haut. Was können wir denn damit machen? Was ist denn jetzt? Okay. Oh, ich glaube, wir müssen ein Tannenholz reinhauen. Ach so, wir haben nur eins. Ah, da hätten wir es ja gar nicht gebraucht. Juhu. Klappt ja hier alles hervorragend, ne? Na, dann nehmen wir wenigstens 2 Liter Wasser. Dann nehmen wir uns einen Vorrat an Wasser. Kochen den. Nee, 2 Liter. Danke. Ja, ich bin zu auf. Ich bin zu aufgeregt. Was sind eigentlich das mit den Augen? Was sind das Auge hier unten eigentlich? Frag ich euch. So, dann essen wir hier 353 Grad. Oh, schaut hin!
Was hatten noch mal das? Ja, das müssen wir jetzt. Wir müssen das Trockenfleisch mit essen. Nutzt ja nix. Und trinken noch was dazu. Tja, und jetzt müssen wir schauen. Ne? Wir gehen mal. Ich würde mal behaupten, wir gehen mal. Können wir es eigentlich auch ausmachen? Nee, ne? Anscheinend nicht. Dose Kaffee. Naja, momentan sind wir müde? Heißt es, wir sind müde mit dem Auge, das rot ist? Aber ich habe doch geschlafen. 4 Stunden. Sieht so aus. Oder wir sind überladen? Wir können doch nicht überladen sein. Doch, wir sind überladen. Weil wir müde sind. Na, wartet mal. Dann können wir ja was hier reinpacken. Und zwar das ganze Antibiotika. Achso, können wir alles umlagern, okay. Was haben wir noch? Antiseptikum, das nicht. Brandbeschleuniger, lassen wir mal, falls wir draußen... Achso, das kann, wenn wir draußen ein Lagerfeuer machen, ist ja auch noch interessant, was damit passiert, ne? Ach, wir könnten... Ein Mannpackung, ja. Gewehrmunition ist außerdem auch erstmal Quatsch, um das Gewehrputzset. Die Holzkohle lassen wir mal. Kanister auch, Schlafsack auch. Nähzeug weiß ich jetzt, ne? Die Schuhe lassen wir auch mal da. Einen Stein haben wir nur noch. Aha. Wasserreinigung brauchen wir erstmal nicht. Verbandszeug eigentlich auch nicht. Und das war's, ne? Und da haben wir gar nicht so viel raus, um ehrlich zu sein, wenn ich das so sehe jetzt. Was ist denn da noch so schwer? Ach, das Wasser, ne? Ja, das werden wir über kurz oder lang eh verbrauchen. Deswegen. So, ich gehe mal raus. Wir schauen mal in die andere Richtung. Ja, wie gesagt, es wäre noch interessant vor allen Dingen, wenn es nicht so ein doofes Wetter heute wäre. Wir können nicht einfach in der Hütte bleiben. Bei dem Wetter hier. Na, wartet mal, wenn wir schon mal hier sind, eventuell, wenn uns ein Hase, ein Kaninchen vor die Flinte läuft oder vor den Stein, können wir ja auch was machen. Wir schauen mal hier ein bisschen rüber, in die Richtung, was vielleicht da ist. Ne? Haben wir hier vielleicht ein Stückchen? Nett. Und das? Auch. Nett. Stöcke nämlich gern. Erstens mal brauchen wir wieder Anbrennmaterialien. Also Zunder. Und zweitens brauchen wir Holz. Weil wir haben kein Holz mehr. Ja, und wenn ich das hier mache, dann ist natürlich blöd, wisst ihr? Dann brauche ich Zeit. Gibt's hier irgendwas? Gibt's gar nichts, ne? Ist ja traurig. Und nicht mal ein Häschen. Vor allen Dingen ein Sturm, den wir jetzt haben. Warum? Boah, was ist denn das? Damit kommen wir wahrscheinlich nicht weiter. Ne? Verdammt. Zweig. Boah. Wir kommen nie wieder zurück wahrscheinlich. Moment. Achso. Ich hab schon gedacht. Vielleicht eine Hütte, ne? Wäre natürlich cool gewesen. Wenn hier irgendwie noch eine. Oh, wir sind jetzt schon wieder. Wir müssen zurück. Wir müssen zurück. Hier ist nichts, was nichts heißt. Nichts.
Gar nichts. Oder? Was ist das da unten? Ist das ein Fels? Ja. Wir müssen zurück. Nützt nichts. Sonst erfrieren wir vielleicht noch. Man weiß ja nie, ne? Also, das ist echt mit der Esserei, finde ich, ziemlich hart. Ich meine, ich mag ja, wenn es hart ist, aber das finde ich dann doch sehr, sehr hart. Haben wir vielleicht irgendwo noch ein Stückchen hier? Weil die Zweige, die können wir dann auch woanders. Hier haben wir noch einen Stock. Stein wäre auch schön übrigens. Hätte ich nichts dagegen. So, jetzt sieht es wieder besser aus, ne? Erfrieren wir? Aber wir sind wieder überladen. Ah. Was soll's? Wir schauen nochmal. Ja, ich weiß, ich sollte zurück. Aber ich schau nochmal hier rüber. Nur mal so. Ich schau nur nochmal hier so. Rauf. Nee. Könnt ihr echt vergessen hier. Könnt ihr echt und ganz und gar vergessen. Ah. Seht ihr irgendwo ein Kaninchen rumlaufen? Wäre ja super. Also ich hätte gerne noch einen Zweig mitgenommen. Und irgendwo noch einer rum. Das ist aber kein Zweig. Ah, oder Steine wäre auch schön. Noch ein paar Steine hier irgendwo rumliegen würden. Und das ist auch alles sehr spärlich hier, ne? Man kann es echt nicht anders sagen. Ja, es ist noch nicht mal mehr ein Zweig da, oder was? Und das, ach ne, hier. Moment, das ist noch ein Stock. Oh. What? Jetzt habe ich mir auch noch meinen Knöchel verstaucht. Ah. Verdammt. Dann sollten wir wirklich zurück und den Knöchel bandagieren. Irgendwie. So ein Mist. Wie ist denn das passiert? Weil ich sie zu schwer trage, oder? Oh, da ist... Aber ich kann gar nicht. Weil ich mit meinem Handgelenk... Ah, ich kann nicht. Okay, danke. Muss mich erstmal verarzten, wenn es geht. Eieiei. Das ist natürlich übel. Ich glaube, wir haben uns einfach überladen und deswegen ist es passiert. Kann ich mir vorstellen. Was müssen wir da jetzt machen? Okay. Köder ablegen. Nee. Erste Hilfe. Verband. Erstmal an unserer linken Hand. Die Behandlung war total wirkungslos. Danke. Was haben wir denn hier noch? Los, wir stellen uns mal noch einen Verband her. Und unser Essen ist schon wieder hinüber. Oh Gott, das wird doch nie was. Ich glaube, wir sollten uns noch ein Zunderbündel herstellen. Wir werden jämmerlich hier vor die Hunde gehen, sag ich euch. Achso, was sagt mal, was kann man denn eigentlich hier noch? Gar nichts. Das ist mehr als sehr wenig. Wir haben doch jetzt so Fell.
Aber es interessiert kein Menschen, dass wir Fell haben. Einfacher Pfeil, ein Bogen, getrockneter Darm. Getrockneter Darm. Wo trockne ich denn Darm? Am Feuer? Ja, aber das ändert nichts an der Sachlage. Dass wir hier vielleicht doch... Was ist denn das hier? Die Behandlung war wirkungslos. Warum? Was mache ich denn hier falsch? Wartet mal. Ach Moment, vielleicht sagen die uns was. Du kannst keine Waffe halten. Behandlung? Ach nee, ich brauche da zwei Schmerzmittel einfach. Na wartet mal. Sind das hier die Antibiotika? Ist das in Ordnung? Nee, das, sowas haben wir gar nicht. Oder irgendein Tee, ne? Also die Antibiotika sind nutzlos. Das ist richtig. Ansonsten wäre es wahrscheinlich... Haben wir eigentlich noch... Wenn ich jetzt hier reingehe... Ne, wir haben noch die drei, ne? Kann es jetzt wirklich sein, dass wir hier mit der verstauchten Hand echt nichts mehr machen können und deswegen hier elendig verhungern? Ach, hier ist nichts, ne? Hier kann ich es nur rüber holen. Was ist denn eigentlich mit dem... Warte mal, wir schauen mal, ob wir hier irgendwas finden. Irgendeinen Hinweis, ob die da irgendwas hingekrixelt haben. Auf 5? 5? Vielleicht ist eines der Zahlenschlösser 5? Nee, ne. Wäre ja zu schön, um wahr zu sein, aber... Ja, was soll's sonst, aber... Vielleicht wartet mal hier an der Seite. Nee. Ich hab gedacht, vielleicht ist da irgendwie die Kombination, ne? Vielleicht haben sie es ja hier irgendwie auf ein Tresor draufgeschrieben, oder? Ja, es wäre zu schön, ne? Um wahr zu sein, aber... Also im Tresor Antibiotika oder was? Ich weiß gar nicht, was wir da brauchen so richtig. Hier drin ist noch richtig, scheint es noch recht warm zu sein, ne? Wir haben uns ein bisschen aufgewärmt hier drin. Ja, wir müssen Schluss machen. Deswegen probieren wir mal noch ein bisschen was aus. Ich probiere mal noch aus das ganze Ding mit dem Antibiotika, aber ich glaube kaum, dass das was bringt. Wirkungslos, ja. Verstehe ich. Aber wir haben noch nicht mehr. Obwohl, Moment, Antiseptikum. Obwohl, nee, das braucht man bei offenen Wunden, Antiseptikum. Das ist so. Das weiß ich. Da kommen wir nicht weiter. Ach, haben wir das echt jetzt gegessen? Na, danke. Ja, das ist Quatsch. Das ist doch Quatsch, alles, was ich mache. Das ist ja doof. Das ist ja echt doof.
echt ein bisschen ratlos. Ich bin jetzt wirklich ein bisschen ratlos gerade, was ich mit meiner Hand hier mache. Reicht das vielleicht, wenn wir hier... Aber wir haben nichts zu essen mehr. Wir könnten uns noch einen Kaffee kochen. Aber ob der am Ende was bringt? Wir haben hier so viele Lagermöglichkeiten. Aber... Oder was ist denn eigentlich mit den Därmen hier? Ablegen. Muss zur Verwendung für die Herstellung 5 Tage lang in geschlossenen Räumen luftgetrocknet werden. Aha. Heißt es, wenn ich Luft getrocknet in geschlossenen Räumen, also heißt es, ich könnte das jetzt hier so ablegen? Nur mal so als Gag. So. Jetzt kannst du von mir aus Luft trocknen hier. Ah, tatsächlich. Na dann, haben wir auch das geklärt. Was haben wir noch? Haut. Was machen wir hier mit? Muss zur Verwendung auch Luft getrocknet. Okay. In geschlossenen Räumen wieder? In geschlossenen Räumen. Okay. So, bist auf. Dann legen wir das hier so hinten hin, wenn alles funktioniert. Okay. Sehr schön. Dann trocknet das so vor sich hin. Haben wir eigentlich noch irgendwas? Nee, ne? Nee. Sieht nicht so aus. Trotzdem kommen wir hier nicht weiter. Weil ich dummerweise, und damit habe ich schon alles verbaut mir, nur weil ich da einmal nicht aufgepasst habe und wir uns die Hand verstaucht haben. Was denkt ihr? Wollen wir noch zumindest den Kaffee kochen? Probieren wir es noch. Oh, wir haben kaum noch. Wir müssen sogar das Tannenholz hier nehmen. Eieiei. Wir brauchen jede Menge Stücke da draußen. Aber mit unserer verletzten Hand geht ja gar nichts noch. Tja. Super. Klappt hier hervorragend, ne? Wir sind ja hervorragende Überlebenskünstler hier. Na danke. Na gut. So. Passt auf. Jetzt, was wollte ich denn eigentlich machen? Achso, Kaffee kochen. Alles garn. Aber mit Kaffee füllen wir unseren Bauch nicht. Tasse. Dose Kaffee. Achso, da kann ich mir immer... Habe ich jetzt 2 Tassen? Wollen wir schauen. Nee, das ist ja Essen. Obwohl, Essen... Ja, das werde ich auch machen. Aber wir wollen mal schauen. Trinken. Ah, Kaffee, tatsächlich. Obwohl, schaut mal hin. Ist das auch was für... Nee. Ja, ein bisschen was für den Bauch, ne? Erschöpfung verringert außerdem. Ja, da müssen wir jetzt wohl oder übel in den sauren Apfel beißen. Und hier mal was Anständiges essen. Oh, schaut hin. Das ist natürlich... Das ist natürlich, ne? Ja, und dann könnte man noch ein bisschen Schnee schmelzen. Weil, ihr wisst. So, 2 Liter. Oder machen wir es mal 1 Liter. Weil wir müssen es ja auch noch kochen. Seht ihr? So, dann kochen wir den 1 Liter. Also Trinkerei haben wir, ne? So ist es nicht. So, und jetzt könnten wir wieder raus, aber
Dummerweise, echt und dummerweise, haben wir das große Problem, oder es von selbst heilt, ne? Ich glaube, wir müssen uns da einfach ein bisschen hinlegen. Verdammt. Wir haben ja keine andere Chance, als dass es von selbst heilt. Na dann, sag ich erst mal ciao, ciao, ciao. Ich habe alles probiert hier. 8 Grad ist hier drin. Eigentlich sehr, sehr wohlig, wuschelig. So, damit Ende unseres Testes. Ja, ist, ne? Ist ziemlich herausfordernd. Also, für mich ist es sehr, sehr herausfordernd. Muss ich ganz ehrlich sagen. Bin mal gespannt, wie dann die Story-Mission ist, wenn das ganze Ding irgendwann mal fertig ist. Und da werden wir das dann auch mal spielen. Aber erst, wenn die Story-Version da ist. Ne, davor habe ich genug andere Spiele. Also dann, ciao, ciao.